Ja, hallo zusammen. Daten helfen heilen, ist der erste Teil der Überschrift von dem Talk, der gleich kommt. Andreas Meissner ist ein seit 20 Jahren niedergelassener Psychologe und würde eigentlich sich gerne mit anderen wichtigen Themen beschäftigen. Aber seit 4 Jahren kämpft er mit einem Thema, das sich so angedeutet hat und seit 2021 eigentlich präsent ist. Und dabei geht es um die elektronische Patientenakte. Und was da alles auf einen zukommt, könnt ihr mal bitte die Tür zumachen, Entschuldigung, kommt jetzt in dem Vortrag. Viel Spaß! Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank, dass ich euch was erzählen darf. Tolle Veranstaltung hier. Glückwunsch dazu, dass Corona das wieder möglich macht und das Wetter mitspielt. Kleine Korrektur noch, ich bin Psychiater. Jetzt ist immer die große Frage an der Stelle, was ist da jetzt eigentlich der Unterschied? Ich habe Medizin studiert, habe anschließend die Facharztausbildung für Psychiatrie gemacht, die Psychotherapie-Zusatzausbildung und bin eben jetzt seit 20 Jahren in eigener Praxis niedergelassen. Die Schnittmenge mit Psychologen, wenn man so will, ist überwiegend die Psychotherapie, die machen wir beide sozusagen. Vielen Dank auch an Stefan Streit, der nach mir sprechen wird. Der hat mir die Anregung gegeben, hier mal zu sprechen und das tue ich doch gerne. Man sieht, ich werde einige Folien auch überspringen, nicht erschrecken, weil ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu viel Material mitgebracht. Dieses Bündnis für Datenschutz und Schweigepflicht, das ist eine Gruppe von Ärzten, Psychotherapeuten, überwiegend Oberbayern, aber auch aus ganz Deutschland sind Kollegen dabei. Wir sind gut vernetzt, wir sind keine Digitalisierungsgegner. Wir haben PC, Internet, wir haben unsere elektronische Patientenakte im Computer, in der Praxis, aber eben dezentral und sind eben auch digital sehr viel miteinander in Kontakt, auch über Signalgruppen zum Beispiel. Genau, trotzdem gibt es ein paar Probleme. Stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie werden zur Arbeit gezwungen mit einem System, wo Sie erstmal die nötigen Geräte wochenlang nicht kriegen, wo es dann beim Anschluss der Geräte ewig Probleme gibt, was nicht funktioniert, das dann immer wieder abstürzt, man ist abgehängt, der Workflow ist behindert, es gibt Systemabstürze durch elektrostatische Entladungen, da braucht man wieder Zusatzgeräte. Der nötige ist, ja, wir kommen noch drauf, der nötige elektronische Versand von Formularen funktioniert nicht. Man muss teure Updates installieren, da wäre wahrscheinlich auch hier keiner begeistert, die man vielleicht auch oft gar nicht will, man weiß gar nicht, was da drin ist. Also stellen Sie sich vor, Sie müssen mit einem System arbeiten, von dem Sie weder technisch noch medizinisch noch inhaltlich überzeugt sind und bei dem Sie Bauchschmerzen haben, was mit sensiblen Daten Ihrer Kunden passiert, die dann zentral in Clouds gespeichert werden. Und das ist alternativlos vorgegeben. Was ist die Folge? Sie fürchten um Vertrauen und das ist, glaube ich, egal ob man jetzt IT-Spezialist oder Mediziner ist, immer wichtig. Sie fürchten um Vertrauen und um Schweigepflicht. Und wehe aber, Sie installieren und nutzen dieses System nicht, dann bekommen Sie halt weniger Honorar. Das wird Ihnen dann abgezogen, wie uns jetzt 2,5%. Das ist im Sozialgesetzbuch so festgelegt. Und wo spielt sich dieser Wahnsinn ab? Im deutschen Gesundheitswesen. Jetzt ist natürlich die Frage, will man so eine Technik, die mit solch Problemen behaftet ist, überhaupt haben? Darüber werden wir jetzt sprechen. Im nächsten Punkt dann, ob wir sie überhaupt brauchen. Was ist denn eigentlich der Aufwand dafür? Und was machen wir denn dann? Ja, kurz, ich werde jetzt nicht die ganzen Grundlagen von Telematik, Infrastruktur und elektronischer Patientenakte hier darlegen. Das bitte ich, sich woanders zu informieren oder die meisten wissen vielleicht eh Bescheid. Also im Grunde ist es so, dass es eine patientengeführte EPA, das ist die elektronische Patientenakte, gibt, die auf Plattformen gespeichert ist. Seit Januar 2021 müssen die gesetzlichen Krankenkassen eine solche EPA ihren Versicherten anbieten. Wir haben 73 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland. Und die Daten werden zentral gespeichert in Clouds. Allein IBM richtet das für 5 Krankenkassen mit 23 Millionen Versicherten ein. Arvato wiederum, die Tochter des Bertelsmann-Konzerns, ist der technische Betreiber im Hintergrund und betreibt die Telematikinfrastruktur. Das ist die Vernetzungstechnik, über die wir Ärzte und Kliniken und Therapeuten und Apotheken und jetzt dann auch bald Ergotherapeuten, Hebammen und ich weiß nicht, wer noch alles dann an dieses System angeschlossen sein sollen. Dann gibt es die Betreibergesellschaft Gematik, die seit 2005 versucht hat, sowas auf die Beine zu stellen. Da sitzen Vertreter der Kassen drin, der Apotheken, der Krankenhäuser, aber auch der Politik.
Und entsprechend hat sich dann das Bundesgesundheitsministerium in Personam Jens Spahn 2019 war es 51% der Stimmenanteile gesetzlich gesichert, damit da endlich mal was vorangeht. So, aber was geht voran? Schlagzeile im Mai 2020, große TI-Störung. TI ist die Vernetzungstechnik, Telematik, Infrastruktur. Über 8 Wochen waren 80.000 Draxen abgehängt. Lange war unklar, wer repariert das, wer zahlt das, wie läuft das. Großstörung der TI. Und im Juni kam dann diese schöne Meldung, ja, also durch einen Fehler bei der Aktualisierung vertrauen die Konnektoren dem aktuell gültigen Vertrauensanker folgerichtig nicht mehr. Jetzt wissen Sie natürlich besser, was damit gemeint ist. Ich als Psychiater muss ein bisschen schmunzeln, dass jetzt schon die Konnektoren kein Vertrauen mehr haben. Also ich habe es auch nicht. So, die lieben Kollegen, die sich angeschlossen haben, kämpfen mit der Technik. Ich habe schon gesagt, Anschlussprobleme lassen die Kollegen wütend werden, Verzweiflung, Frust. Und auch unsere übergeordneten Behörden, die kassenärztlichen Vereinigungen, über die wir auch letztlich abrechnen, merken auch langsam, da stimmt irgendwas nicht. Letztes Jahr haben sie also auch festgestellt im Herbst, es hat jetzt schon 16 Störungen allein in den letzten Wochen gegeben in der Telematik-Infrastruktur und es hat 7,5 Stunden im Schnitt gedauert, bis das behoben wurde. Dann haben wir ja noch andere Probleme bei den Firmen im Gesundheitswesen. Wir haben ja in unseren Praxen Praxisverwaltungssysteme, über die wir die dezentralen Akten, also die Daten unserer Patienten in den Praxen verwalten und Rezepte ausstellen etc. Da gibt es zwei ganz große Anbieter, die jetzt natürlich auch auf den neuen Markt mit aufspringen, eHealth nur als Stichwort. Eine davon ist Medatix, die hatte also dann Ende November ein Problem und wurde gehackt. Das ist der zweitgrößte Anbieter und die CompuGroup Medical, das erwähne ich gleich, ist der größte und hatte auch dann ein Problem im Dezember. Ich gehe nur chronologisch Ende des Jahres durch. Wir sind jetzt beim 13. Dezember, Log4j, da wissen Sie wahrscheinlich auch besser als ich, was das ist. Sicherheitslücke, sicherheitshalber mussten also auch Teile der TI, der Telematikinfrastruktur vom Netz genommen werden. Dann auch die Bayerische Kassenärztliche Vereinigung, wo ich ja herkomme, hat dann auch irgendwann Ende des Jahres gemerkt, das haut doch alles irgendwie nicht hin, hat also kritisiert, wir sind doch nicht technologiefeindlich, sondern wir haben ein Problem mit dem fehlenden Mehrwert und mit der Handhabung. 13% seien in Bayern noch nicht angebunden von den Praxen, das ist relativ viel. Bundesweit liegt die Quote geringer, also es sind die über 90% angeschlossen. Und auch die Bayerische Kassenärztliche Vereinigung meinte eben, naja, wir hatten jetzt so viele Störungen, allein im Oktober 7 und es hätte jeweils rund 14 Tage gedauert, bis die behoben waren. Also müssen Sie sich nur vorstellen, wenn das Ding, wenn man ausschließlich darauf angewiesen ist, dann kann man den Praxisablauf vergessen, wenn da eine Störung vorliegt. Zum Glück war es bis jetzt eigentlich noch nicht viel Wichtiges, was darüber gelaufen ist. So, der erwähnte Hackerangriff auf die CompuGroup Medical, also der größte Anbieter von Praxisverwaltungssystemen, war dann Ende Dezember. Wochenlang, selbst im Januar, waren also noch alle Probleme nicht behoben. Webseiten, Hotlines haben nicht funktioniert. Also die Kollegen, ich bin dummerweise auch noch mit einem Praxisverwaltungssystem bei der CompuGroup. Man konnte also die Hotline nicht erreichen etc. So, dann 21. Dezember, 10 Tage vor Silvester, wird also dann das E-Rezept verschoben, das 10 Tage später, am 1. Januar, in Kraft treten sollte, verpflichtend für alle Ärzte, für alle Patienten, egal ob sie nur ein Smartphone haben oder nicht. Und hier nochmal ein kleiner Blick, wenn man auf die Gematik-Seite geht von der Betreibergesellschaft, findet man das Archiv und da kann man die TI-Störungen anschauen. Brauchen sich gar nicht lesen, was da kleingedruckt steht. Nur ein Überblick Oktober bis Dezember, was da an Störungen war. Insgesamt habe ich dort im Archiv 38 TI-Störungen für 2021 gefunden. Also Frage, will man mit so einer Technik arbeiten? Jetzt haben wir die neuen elektronischen Gesundheitskarten, die NFC-fähig sind. Von einem Hersteller gibt es in vielen Praxen jetzt große Probleme. Beim Einstecken ins Lesegerät stürzt es ab. Das geschieht durch elektrostatische Entladungen. Das ist dann schon erstaunlich, dass die große digitale Welt an so banalen, kleinen physikalischen Gegebenheiten dann scheitert. Jetzt gibt es also neue Aufsteckgeräte, die das dann verhindern sollen. Erst wurde empfohlen, eine Antistatikmatte oder sonst irgendwas sich anzuschaffen. Ernsthaft, also das war so in den entsprechenden Foren oder offiziellen Stellungnahmen. Und dann braucht es jetzt natürlich wieder Verhandlungen. Mit den Kassen wird das auch gezahlt, das Aufsteckgerät. 40.000 Praxen, 35 Euro wird es wohl kosten. Naja, okay.
Dann die CT, kennt ihr sicher auch bekannt, die Zeitschrift hat dann also aufgedeckt, dass ein Connector, Connector ist das routerähnliche Kernstück, über das dann aus den Praxen die Verbindung in die Telematik-Infrastruktur läuft, dass da eben ein Connector einer Firma eben Datenschutzprobleme hat und persönliche Daten ausgezeichnet hat, was er nicht hätte tun sollen. Wie gesagt, immer im Hintergrund überlegen, vertraue ich einem solchen System, will ich damit arbeiten mit so einer Technik und was macht das eigentlich auch mit Patienten? So, jetzt habe ich noch einen Gast mitgebracht, gendermäßig, dass nicht nur immer Männer hier reden. Ich selber war vom Petitionsausschuss vor 2 Jahren in Berlin am Bundestag. Wir hatten auch eine Petition mit über 60.000 Mitzeichnern eingebracht gegen den Zwang zur Telematikinfrastruktur für Ärzte und Therapeuten und gegen die zentrale Speicherung der Daten in der elektronischen Patientenakte auf Servern und Clouds. Jetzt hat die Bayerische Kassenärztliche Vereinigung auch eine Petition gemacht, Ende des Jahres, und über 50.000 Stimmen erreicht. Und ab 50.000 darf man dann eben vor dem Petitionsausschuss sprechen und diskutieren. Und sie schildert sehr eindrücklich, und darum ging es ja auch der Kollegin Reis-Berkowitz, eine Hausärztin aus Oberfranken, es ging ja einfach darum, darzustellen, wo hakt es denn dann im Praxisalltag, wenn E-Rezept und EAU, also elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, nicht funktionieren. Ja, vielleicht hören wir ihr mal zu. Aufgrund der verschiedensten technischen Probleme mit der elektrischen AU bzw. dem E-Rezept und der Vielzahl Beteiligter wurde letztlich bis Ende 2021 nicht einmal 13% aller AU-Bescheinigungen auf digitalem Weg an die Krankenkassen übermittelt. Zudem verfügten zu diesem Zeitpunkt auch ca. 40% der Praxen über keinen funktionierenden Kommunikationsdienst. Der Stand in 2022 ist annähernd unverändert. Ein großes Problem besteht darin, dass die Krankenkassen häufig nicht in der Lage sind, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen schnell anzunehmen und den Eingang zu bestätigen. Hat die Übertragung nicht geklappt, bedeutet das für die Praxis doppelten Arbeitsaufwand. Die eigentliche digitale Bescheinigung muss nun ausgedruckt und an die Krankenkassen per Post versendet werden. Das passiert aktuell in nahezu der Hälfte aller Übertragungsversuche. Das wäre so, als wenn Sie jede zweite WhatsApp-Nachricht ausdrucken und dann postalisch an den Empfänger senden müssten, weil nicht übertragen wurde. Die gleiche Problematik zeigt sich mit dem E-Rezept. In der Testphase Juli bis Dezember 2021 wurden deutschlandweit 42 E-Rezepte getestet. Dies war die Referenz für die Massenanwendung von jährlich über 500 Millionen Rezepte. Bis heute klappt das technische Zusammenspiel zur E-Rezepterstellung in 140.000 Praxen nur marginal, nämlich nur in 1% der Fälle. Hätten wir nicht noch das Papierrezept, müssten diese technischen Fehlleistungen am Ende die Patienten ausbaden und die Versorgung mit Medikamenten, insbesondere auch von lebenswichtigen Medikamenten, wäre nicht gewährleistet. Herr Stammfiebig. Also, ich bin voll in der Praxis tätig, habe eine große Landpraxis und wir sind auch voller Zuversicht in dieses Projekt eingestiegen und hatten bis Sommer letzten Jahres noch gar keinen KIM-Dienst. Wir hatten keine Zugänge, der Heilberufeausweis hat Monate gedauert, bis wir den bekommen haben. Das waren all diese Komponenten, die ich versucht habe, ein bisschen zusammenzufassen. Das sind 7 Komponenten, die man braucht, um überhaupt einmal an Übermittlung zu denken. Zum Oktober war dann der Stichtag, wir hätten mit den EAUs anfangen sollen und dann kam schon von dem Softwarehaus zurück, das funktioniert nicht, wir haben keine Rückläufe, die Krankenkassen hatten zu diesem Zeitpunkt gerade 2, die am System angeschlossen waren. Das wurde dann von Woche zu Woche ein bisschen besser bis Ende des Jahres. Dann hatten wir versucht, das zu starten, dann kam aber oft am Abend zurück, die Praxis war schon rum, du schaltest, willst du runterfahren, dann kommt poppt so ein Fenster auf und dann sagt es, die 47 AUs, die 20 AUs, die 10 AUs, wie der Tag gerade war, sind nicht übermittelt, bedeutet, der Patient ist schon draußen, er hat ein Papier mitbekommen für den Arbeitgeber und für sich selbst und das dritte, sind ja immer 3 Bescheinigungen, ging dann an die Krankenkasse eben nicht. Wir müssen nochmal alles ausdrucken, den Patienten anrufen, er muss das abholen, er ist jetzt wieder in der Verantwortung, dass der Krankenkassen für seine eventuellen Zahlungen dann auch wieder zukommen zu lassen. Und wenn Sie das in einem großen Praxisbetrieb mit 180 Patientenkontakt, also 150 bis 200, wenn es ganz schlimme Tage sind, das zigmal machen müssen, das ist nicht leistbar. Die Mädchen schaffen das nicht mehr, nachzutelefonieren und dann dementsprechend die Papiere nochmal auszustellen. Deshalb hatten wir das dann schon wenige Wochen danach wieder abgebrochen, sind wieder zum Papierverkehr zurückgekommen. Und E-Rezept können wir bis heute noch nicht bedienen und das liegt nicht an uns.
Wir haben das Modul drin. Es geht wiederum nicht aufgrund der Telematikinfrastruktur. Wir kommen nicht in das System hinein. Und die Apotheken hatten ja bis Anfang des Jahres noch gar nicht freigeschaltet, damit man an die Apotheken weitergeben konnte. Ja, also man merkt, die gute Kollegin ist gestresst. Also ich bin zu dem Schluss gekommen, ich hätte das ja nicht berichten können, ich bin ja nicht angeschlossen an das System und habe mir, glaube ich, aber dadurch viel Zeit, Nerven und letztlich auch Geld gespart. Ja, trotzdem erstaunlicherweise, obwohl es so viele Probleme gibt, hat sich ganz frisch jetzt ein Verein der E-Rezept-Enthusiasten gegründet. Ja, dahinter stecken unter anderem auch wieder die ganzen Lobbygruppen, CompuGroup Medical, muss mal schauen, ich habe es mal irgendwo aufgeschrieben, also Medatix, also es sind wieder Gruppen, E-Health-Gruppen drin, die natürlich ein wirtschaftliches Interesse haben. Und was stellt sich noch raus? Gerade mal 2 Praxen haben die allermeisten E-Rezepte im jetzigen Probebetrieb ausgestellt. Also meine Kollegin Karin von Mücke aus unserem Bündnis hat dieser Tage, 17. Mai, getwittert, gerade 2 Praxen haben die allermeisten erfolgreichen E-Rezepte im Testbetrieb ausgestellt, sind jetzt im Vorstand. Der Arzt mit den meisten Rezepten ist Vorstand in diesem Lobbyverein. Wie blöd haltet ihr uns eigentlich? Und eben Apotheke ad hoc hatte darüber berichtet. Ja, also ich bin froh, dass ich die Technik nicht habe. Bis jetzt will ich sie nicht haben. Brauchen wir denn jetzt diese Technik, auch mal rein medizinisch gesehen? Es ist ja so, also weder Ärzte noch Psychotherapeuten noch Patienten haben nach TI oder EPA gerufen oder sehnsüchtig drauf gewartet. Brief, Telefon und Fax tun weiter gute Dienste, auch wenn sie natürlich belächelt werden. Wobei das Fax durch die Verlagerung ins Internet leider auf das Sicherheitsniveau einer Postkarte gebracht wurde. Da können wir aber nichts dafür, auch das haben wir nicht gewollt. Ja. Die Nachfrage nach der EPA hält sich in Grenzen. Bis jetzt haben 0,6% der gesetzlich Versicherten eine EPA sich beantragt und angeschafft bei ihren Kassen. Also offenbar checken die es alle nicht. Die müssen jetzt alle mal überzeugt und umerzogen werden. Neues Denken ist gefragt. Also auch hier muss, sage ich jetzt etwas polemisch, offenbar Interesse künstlich geschaffen werden, so wie wir das ja aus Werbung und Konsum bestens kennen. Ich muss ein paar kritische Worte, das merken Sie ja eh schon, zu diesem ganzen Thema loswerden, vielleicht auch auf die Gefahr, nicht immer nur auf Zuspruch zu stoßen. Kurz also zu diesen Punkten, zu diesen kritischen Aspekten, die hier aufgelistet sind. Als erstes mal zum medizinischen Nutzen, nur ganz grob mal, Röntgen- und Kernspinnbilder werden nicht in der Originalauflösung, in der EPA gespeichert werden können. Mein letzter Stand ist, dass es PDF ist, vielleicht hat sich da was dran geändert, aber es wird nicht die Originalauflösung sein. Das heißt, man muss weiter die Sachen mitschleppen, wobei so schwer sind CDs eigentlich auch nicht. Dann war das ganze System da ja auch dafür gedacht, die Kommunikation zu verbessern zwischen Ärzten oder zwischen Ärzten und Kliniken. Aber was nützt mir in der Praxis ein Arztbrief, der spät oder gar nicht geschrieben ist? Wir erleben das oft, dass Patienten aus Kliniken kommen und der Brief kommt spät oder gar nicht. Das ist jetzt nicht so, dass die Kollegen in der Klinik faul sind, die stehen genauso unter Zeitdruck wie alle anderen. Ja? So, Doppeluntersuchungen, heißt immer, werden eingespart. Das ist erstens gibt es keine Studien dazu. Die einzige Studie einer Soziologin aus 2017, die ich gefunden habe, sagt, das ist nicht groß relevant und das Argument, dass dadurch Mehrkosten entstehen, wie die Politiker immer gerne sagen, ist irrelevant, weil nämlich die Kliniken sind gedeckelt, die haben Fallpauschalen für die meisten Behandlungen. Das heißt, je mehr sie untersuchen und machen, umso weniger verdienen sie im Endeffekt oder es entstehen halt mehr Kosten. Und das Gleiche in der Praxis ambulant auch. Wir haben Budgets, die sind gedeckelt. Je mehr wir veranlassen, umso mehr wird halt an irgendeiner Stelle dann irgendwo Honorar weniger ausgezahlt. Dann die Genomdaten sollen in die EPA, Genomsequenzierung soll in die Regelversorgung eingehen im Gesundheitswesen. Ja, es gibt jetzt viel Forschung, was man mit Genomdaten alles machen kann, Früherkennung von Krankheiten etc. Trotzdem bin ich davon nach wie vor nicht überzeugt aus dem Praxisalltag heraus. Wir haben ganz andere Probleme. Die E-Akte wird unvollständig sein. Der Herr ist ja zu gutem Recht, also der Patient ist zu gutem Recht Herr seiner Daten. Das heißt, er kann Daten verschatten, löschen, verbergen, wenn er nicht will, dass der Arzt, zu dem er gerade geht, sie sieht. Oder kann auch die Einsicht zeitlich begrenzen. Hauptproblem sehe ich, ältere Menschen sind überfordert. Also rund ein Fünftel aller Menschen in Deutschland nützen kein Smartphone oder haben gar keins. Über die Hälfte aller 65-Jährigen nutzen kein Smartphone. Und das ist ja auch okay. Warum muss man dazu gezwungen werden? Das betrifft ältere Menschen, gerade die, die ja viele Befunde hätten vielleicht.
schwer psychisch kranke Menschen, wie ich sie in der Praxis sehe, Psychotiker etc., die haben damit alle nichts zu tun. Und dann habe ich gerade heute im Zug gelesen, dann gibt es also einen Digitalexperten, der sagt, naja, ist doch kein Problem, dann soll halt der Hausarzt für diese Patienten die EPA elektronisch verwalten. Ja gut, der Hausarzt verwaltet ja eh die Daten der Patienten, also muss er nicht auch noch die EPA verwalten, außerdem wo soll er die Zeit noch hernehmen? Naja gut, oder man könnte ja einen neuen Beruf schaffen, nämlich sogenannte Healthcare Assistants. Ähnlich Steuerberatern stand in diesem Beitrag, nicht von mir. Ja. Also, ich weiß nicht. Ja. Ja, und wir haben ja schon gesehen, was ist bei einer Störung der Telematik, dann haben wir auch ein medizinisches Problem. Schwere Notfälle auf der Autobahn oder im Rentnerwohnzimmer. Also da ist keine Zeit, noch Pins und Passwörter einzugeben. Die Geräte sind vielleicht gar nicht da. Der Patient halt bewusstlos wird kaum die Pins und Passwörter sagen können. Und wir haben ja Algorithmen, nämlich Ablaufpläne, was der Reihe nach zu passieren hat im Notfall. Was weiß ich, Lunge, Herz, Beatmung, Infusion, Schmerzmittel, keine Ahnung. Ja, also das läuft alles nach Schema F. Da brauchen wir in dem Moment keine EPA. Dann sind wir Mediziner eigentlich darin geschult, auf andere Art und Weise Diagnosen zu stellen. Über 90% aller Diagnosen können mit einer gründlichen Anamnese, also Erhebung der Vorgeschichte und einer gründlichen körperlichen Untersuchung gestellt werden. Das ist unser Kerngeschäft, das wir allerdings immer mehr verlernen, wenn wir nur noch mit Technik hantieren. Und in diesem Gespräch über die Krankheiten aktuell und die Vorgeschichte etabliert sich dann ja auch die Beziehung zwischen Arzt und Patient oder Therapeut und Patient, die ja dann wieder wichtig ist für die Wirksamkeit der Therapie. Mehr Zeit für die Behandlung meint man dadurch zu haben, auch durch die EPA. Also die Datensammlung wird relativ unstrukturiert und unvollständig sein. Man wird noch mehr dann auch in das eigene Praxisverwaltungssystem hineinschauen müssen und parallel in die EPA. Man wird mit dem Patienten viel diskutieren müssen, welche Daten werden hochgeladen, welche nicht, was gibt man da ein. Also da wird man eher Zeit verlieren. Viele Patienten werden ja auch technische Hilfestellungen brauchen. Und durch noch mehr Schauen in den Bildschirm, als wir es ja eh schon tun, suggerieren wir eigentlich dem Patienten immer mehr, dass nicht er wichtig ist und sein Leiden, sondern die Verwaltung seiner Daten. Und ein wichtiges Problem, das immer wieder bei der Schweigepflicht, Patienten äußern sich unter Umständen nicht mehr so offen, weil sie nicht wissen, was eigentlich damit dann passiert. Dann, gestresste Ärzte sind nicht gut, wir kommen später nochmal drauf, wie diese ganzen Geschichten auch tatsächlich stressen und zu Schwierigkeiten führen. Dann Telemedizin, natürlich wird das jetzt groß gehypt, die EPA, die Videosprechstunde, die durchaus gute Dienste geleistet hat in der Pandemie. Aber jetzt flauen die Nutzerzahlen schon wieder ab, kann ich auch gleich sagen. Das E-Rezept, die EAU, also das sind die Backzutaten für die Callcenter-Medizin, die natürlich auch von großen Konzernen gefördert wird, auch von den Krankenkassen, die bieten das dann auch gerne selber an. Ja gut, aber auch dafür brauchst du Ärzte, die das machen. Und der Tag hat weiterhin nur 24 Stunden. Und die meisten sind mit ihren Praxen analog vor Ort schon mehr als ausgelastet. Es gibt jetzt auch das Modell der Ohne-Arzt-Praxis, so heißt das. Das müssten dann halt medizinische Fachangestellte oder Pfleger machen, aber auch dieser Arbeitsmarkt ist leergefegt. Forschung, kann ich hier nicht groß was dazu sagen, wäre ein eigener Vortrag, vielleicht nur ganz kurz. Selbst Experten, selbst Befürworter der EPA geben zu, naja, diese Daten, die verschlüsselt sind, die einzeln sozusagen abgerufen werden müssen, freigegeben müssen von Patienten, die sind eigentlich kaum für eine große Big Data Forschung geeignet. Und selbst wenn man irgendwie Big Data damit machen will, dann ist der Heuhaufen halt noch größer, indem man die sprichwörtliche Nadel suchen muss. Also von daher sollte man sich davon nicht allzu viel erwarten. Und seltene Krankheiten, die es natürlich gibt, dafür gibt es aber oft spezialisierte Zentren und die können sich dann speziell wieder die Einverständniserklärung geben lassen und mit anderen Zentren Daten austauschen. Dagegen hat sicher niemand was. Auch Kohortenstudien, wo man also über lange Zeit Patienten begleitet in dem Studiendesign, sind ja weiter machbar. So, wenn jetzt also der medizinische Nutzen schon nicht so sehr gegeben ist, welche Interessen gibt es denn dann an dem Ganzen? Und da sehen wir Industrie, Politik, internationalen Datenraum. Stichwörter dazu, wenn eine Krankenkasse hat gestern eben getwittert, also macht Werbung für einen Workshop, den sollten doch Start-ups unbedingt nutzen, weil die gesetzliche Krankenversicherung ist doch ein Markt mit 70 Millionen Versicherten. Ja, und das ist genau die Denkweise. Ja, also wir reden nur noch über Markt und über Wirtschaft und über Geld und über Daten. Ja.
Die Industrie hat großes Interesse an den Daten, nicht nur die Pharmaindustrie. Letztes Jahr haben die in der Presseerklärung eben gefordert, auch Zugang zu den Daten zu bekommen. Zum Beispiel eben auch Bundesverband der deutschen Industrie, der Bundesverband Gesundheits-IT und so weiter, aber eben auch die Elektrotechnik- und Elektronikindustrie. Also bin ich mir nicht so sicher, wie sehr die das brauchen. Es geht eben insgesamt um Daten. Daten sind ja Rohstoffe des 21. Jahrhunderts. Das hat ja auch unsere Ex-Kanzlerin öfters geäußert und auch gemahnt, dass man eben aufpassen muss, dass jetzt nicht der Datenschutz die Oberhand gewinnt über die wirtschaftliche Verarbeitung. Der Datenschutz dürfe Big Data nicht verhindern. Und sie hat auch schon gewarnt, dass eben Datensparsamkeit den Wohlstand nicht bremsen darf, nicht gefährden darf. Genau. Also wen da noch mehr interessiert zum Thema Verflechtungen, Interessen und Verflechtungen, wer hat eigentlich Interesse an der Telematikinfrastruktur, wo ist da das große Geschäft, Stichwort CompuGroup Medical, Verbindung zum Wirtschaftsrat der CDU und anderes, der möge sich den Vortrag anhören, den ich letztes Jahr bei Datenschützern gehalten habe online, kann man auf tubetechnics.de sehen. Ja, die Daten sollen ja auch europaweit fließen. Der europäische Gesundheitsdatenraum soll geschaffen werden. Auch Schlagzeilen jetzt aus dem Mai. Mein bayerischer Gesundheitsminister hat auch gerade wieder vor einer Woche sich da vehement dafür ausgesprochen. Das ist ja nicht alles schlecht. Das ist ja schön, wenn ich im Urlaub in Spanien auf meine Rezeptdaten zugreifen kann. Aber natürlich geht es auch, und das sehen wir ja hier, darum, dass Forscher, Industrie und öffentliche Institutionen das Potenzial der Daten nutzen wollen. Und Forschung ist ja nicht immer nur was Schönes und Gutes, sondern es gibt Zahlen, die sagen, weit weniger als die Hälfte aller Forschungsinstitute sind noch frei und unabhängig. Weit überwiegend sind über Drittmittel, über Kooperationen ist da die normale Privatwirtschaft dran beteiligt. Ja, also dann haben wir die fragwürdige zentrale Datenspeicherung auf Servern und Clouds. Dass das anfällig ist potenziell für Hacks, Lecks und Fehler, brauche ich hier, glaube ich, nicht erzählen. Die Speicherung dieser Daten in der EPA muss lange gehen, nämlich mindestens 100 Jahre, sagt der Informatiker Thomas Maus, den vielleicht der eine oder andere hier kennt, weil nämlich, wenn es zum Beispiel um vererbbare Krankheiten geht, natürlich auch die nächsten Generationen davon betroffen sind. Die Verschlüsselung der Daten in der EPA hält aber nicht ewig. Das BSI gibt nicht mal eine Garantie für 7 Jahre. Und wir haben ja steigende Rechnerleistungen, das Quantencomputing kommt. Also da wird es Möglichkeiten geben, heute sicher verschlüsselte Daten morgen zu knacken. Und einmal im Netz, immer im Netz, brauche ich hier, glaube ich, auch nicht groß erzählen. Aber vielleicht gerade für Sie als noch Jüngere ist es halt schon wichtig, wenn Daten im Netz sind, wird es halt schwieriger, den gewünschten Kredit zu kriegen, die Versicherung, den gewünschten Job etc. Und das haben in Finnland über 30.000 Psychotherapiepatienten schmerzhaft letztes Jahr erfahren müssen. Die Datenbank eines Psychotherapiezentrums wurde gehackt, es waren über 20 Standorte im ganzen Land. Es wurde erpresst mit Geld, trotzdem landete die Datenbank komplett im Netz, Name, Diagnosen, Therapieverläufe, auch hochgestellte Persönlichkeiten waren betroffen. Das hat natürlich fatale Folgen. Hier nur Beispiele. Also über Datenlecks kann man ja sowieso tagelang reden und im Gesundheitswesen mittlerweile auch. Millionenweise elektronische Patientenakten in den Vereinigten Staaten, die gehackt wurden, millionenweise auch in Norwegen. Es gibt natürlich auch interne Lecks. In Singapur hat ein irgendwie gekränkter Mitarbeiter eben zigtausende Daten von HIV-Patienten ins Netz gestellt. Wir hatten in Bayern gehackte Kliniken, Planegg ist bei München. Es gab die Uniklinik in Düsseldorf, die gehackt wurde, wo dann eine Patientin umgeleitet werden musste und dann dabei auf dem Weg gestorben ist. Irisches Gesundheitssystem war betroffen. Corona-Testdaten sind in Deutschland, auch in Frankreich schon im Netz gelandet. Und über die nicht-medizinischen Cyberangriffe, glaube ich, brauchen wir auch nicht viel sagen. Regierungen, NATO, Universitäten, sowohl Ukraine als auch Russland, also alle sind letztlich ja betroffen. Aktuell auch letzte Woche, weiß nicht, vielleicht spricht jemand Französisch hier, zum Glück verstehe ich es, dass eben in Belgien eine Kette mit Krankenhäusern und Altenheimen gehackt wurde und jetzt also wieder wie in vordigitalen Zeiten die Röntgenbefunde am Bildschirm befundet werden mussten und eben auch Rezepte entsprechend wieder mit Hand geschrieben werden mussten oder halt nicht auf die zentralen Daten zugegriffen werden konnte. So, jetzt fragen Sie sich, was soll jetzt dieser Traktor hier heute? Ist ja schön, kann man damit spielen. Apropos Kinderschutzbund, mir geht es um zwei
Probleme generell bei Digitalisierung, bei Daten, aber eben jetzt auch im Gesundheitswesen. Der Traktorhersteller Fendt im allgäuerischen Markt Oberdorf wurde gehackt, beziehungsweise die USA-Mutterfirma. Tausende Mitarbeiter konnten wieder heimgehen, also nichts ging mehr. Ja, und das sehe ich als das eine Problem, wenn wir durch Lecks und Hacks nicht mehr arbeiten können. Und das andere ist aber, wenn die Zugriffswünsche auch vom Staat her oder von woher auch immer, immer größer werden. Ja, es war jetzt aktuell Thema, ich denke, Sie werden es mitbekommen haben, die Frage, ob verschlüsselte Messaging-Dienste eben auch anlasslos gescannt werden dürfen, um Kinderporno zu verhindern. Und selbst der Kinderschutzbund hat im Mai jetzt das kritisiert, dieses Vorhaben der EU-Kommission, weil er sagt, das läuft nicht über Signal und über WhatsApp, sondern das läuft über Forenplattformen. Also die haben da ihre eigenen Geschichten. Da muss man anders zugreifen. Und das ist ja gerade in Diskussion. Und wir haben auch das Problem der E-Evidenzverordnung, das auch auf europäischer Ebene in der Pipeline ist. Da geht es im Prinzip darum, dass ein EU-Land in einem anderen an den Justizbehörden vorbei dann auf Clouds zugreifen können soll, wenn es um eine Straftat geht. Also angenommen, eine polnische Frau lässt in Deutschland abtreiben, was in Polen ja eben eine Straftat ist, dann könnte es theoretisch sein, dass also hier dann die Polen sagen, wir wollen die Daten aus der EPA-Cloud in Deutschland. Das ist noch nicht beschlossen, die Chefs der europäischen Mitgliedsländer müssen darüber noch entscheiden. Ja, die Freiwilligkeit der ganzen Geschichte wird immer mehr in Frage gestellt. Bei uns ist es ja so, man muss die EPA beantragen, man kriegt sie nicht automatisch, wie in Österreich und jetzt auch in Frankreich seit Jahren war. Die haben die Opt-out-Lösung, wir haben Opt-in, aber Opt-out hat auch der Sachverständige gerade im Gesundheitswesen bei uns letztes Jahr schon vorgeschlagen und es war schon heimlich versteckt in den Ampel-Gesetzentwürfen zur Impfpflicht. Die sind ja bekanntlich gescheitert, ist ja nichts beschlossen worden, jetzt vor kurzem. Ja. Aber irgendwo steckte dann hinten drin, bis November müssen die Kassen die technischen Voraussetzungen schaffen, dass eben die Daten verfügbar sind, sprich, es muss Opt-out angeboten werden. Dann haben wir den Zwang zum E-Rezept, der ja, das ist jetzt auch erstmal verschoben, habe ich vorhin schon erwähnt. Wir haben den Zwang zur Telematikinfrastruktur, wir haben den latenten Druck, dass die Patienten doch bitte Daten freigeben und vielleicht auch eine Datenspende betreiben. Es gab also einen Autor, der in der Welt geschrieben hat, 2018, wer sich jetzt der elektronischen Akte bei erfolgreicher Implementierung trotz jeglicher Sicherheitsvorkehrungen verweigert, sollte zwar zunächst keinen spürbaren Qualitätsverlust der Behandlung per se erleiden, käme aber auch nicht in den Genuss eines schnelleren und bequemeren Behandlungsablaufs. Längerfristig, schreibt der gute Mann, Chef einer Medizinproduktefirma, längerfristig muss man allerdings damit rechnen, dass mangelndes Vertrauen mit Einbußen in der Behandlungsqualität vergolten wird. Ich selbst war auf einem SZ Digital Health Kongress 2019 und da meinte also ein Teilnehmer, naja, der Patient, der doch jetzt durch die Finanzierung seiner Behandlung von der versicherten Gemeinschaft profitiert, der müsste doch jetzt eigentlich auch dazu verpflichtet sein, sich seinerseits solidarisch zu zeigen und mit seinen Daten der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Ja, jetzt haben wir also gesehen, der medizinische Nutzen ist fraglich, die zentrale Datenspeicherung ist fraglich, die Freiwilligkeit ist in Frage gestellt und vor allem, wir sehen aber, wir haben ganz andere medizinische Notwendigkeiten. Wir haben jetzt auch in der Pandemie wieder gesehen und es gilt im Gesundheitswesen generell oder in unserer Gesellschaft generell, arm macht krank, wir haben eine soziale Schieflage. Dann, wir haben eine andere Epidemie außer der Corona-Epidemie, wir haben die Adipositas-Epidemie. Auch jetzt im Mai aktuell, die WHO schlägt Alarm, 63% der Männer, 54% der Frauen leben mit Übergewicht, bei Jugendlichen jeder vierte. Epidemisches Ausmaß, sagt die WHO. Deutlich mehr Kinder extrem übergewichtig, meldet auch die Tagesschau. Durch Corona ist der Trend also noch massiv gestiegen. Und man muss ja natürlich dazu wissen, Übergewicht wäre im Prinzip wurscht. Es gibt sogar Studien, die sagen, ganz leicht, ein bisschen mollig ist vielleicht sogar gar nicht schlecht und auch psychisch gar nicht ungesund. Ja? Aber durch kräftiges Übergewicht kann es eben zur Zuckerkrankheit kommen, zu Bluthochdruck, zu Herzinfarkten, zu Schlaganfällen, zu Krebs, zu Gicht, zu Knochen-, Rückengelenksbeschwerden. Ja? Und das fängt dann halt oft auch schon im Kindesalter an und da kommt natürlich dann auch noch dazu Ängste, Depressionen, Essstörungen. Viele werden ja dann auch ausgegrenzt. Also für diese Dinge brauchen wir Zeit in den Praxen, darüber zu reden.
Und dementsprechend sagt auch eine Studie, dass eben 4 von 10 Todesfällen in Deutschland wie in Europa insgesamt auf verhaltensbedingte Risikofaktoren zurückzuführen sind. Schlechte Ernährung, Rauchen, Alkoholkonsum, geringe körperliche Aktivität. Ja, natürlich gibt es jetzt auch schöne digitale Tools, die einen überwachen und dann immer wieder sagen, du bist heute noch nicht genug gegangen, 10.000 Schritte und du solltest jetzt dein 4. Obst heute essen oder sonst etwas. Weiß ich nicht, ob man das will. Ja, also ich ehrlich gesagt will es nicht. Und wir haben noch eine Epidemie außer Corona und Adipositas. Wir haben auch die Frage, ob psychische Störungen die Epidemie des 21. Jahrhunderts sind. Ein Artikel im Ärzteblatt 2006. Und die Studie sagt, da trägt eine globalisierte Welt dazu bei, die eben gekennzeichnet ist durch Individualisierung, durch Flexibilisierung der Arbeit, durch gesellschaftliche Unsicherheit und eben leider auch durch eine das Leben beschleunigende Digitalisierung. Mit gleichzeitig immer kürzeren Zeiten der Ruhe und Regeneration. Also da stellt sich, schreiben die in der Studie, da stellt sich die Frage, wie Menschen heute trotz steigender Belastung und erhöhtem Stresserleben psychisch gesund bleiben können. Zugespitzt, sage ich jetzt, zugespitzt formuliert, laufen damit die EPA und eine damit geförderte Tele-Callcenter-Medizin sogar Gefahr, indirekt durch noch weniger Bewegung und noch mehr Digitalisierungsstress der Patientengesundheit abträglich zu sein. Dann haben wir andere Notwendigkeiten. Wir haben Pflegenotstand. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Nicht nur erst seit Corona. Wir haben durch Corona eine Massenflucht aus der Pflege, aber vorher war es schon schwierig. Tausende Stellen nicht besetzt in Pflegeheimen, in der ambulanten Pflege, in Krankenhäusern. In meinem Umfeld, in meinem privaten Umfeld, ein 85-Jähriger liegt in der Universitätsklinik. Visite, ja, Blutdruck passt nicht, erhöhen wir mal die Medikamente. Dabei waren aber am Mittag noch die Frühmedikamente dagelegen und es hat keiner darauf geachtet, hat er sie genommen oder nicht. Ja? Und so kann es dann auch zu Fehlbehandlungen kommen. Hat keiner mehr den Überblick, keiner mehr die Zeit, den Überblick zu haben. Oder jemand anders ist aus dem ambulanten Pflegedienst rausgefallen, der täglich kam zum Stützstrümpfe an- und ausziehen. Ja, wir haben kein Personal mehr. Oder Beispiel aus Reha-Klinik mit angeschlossener Akutgeriatrie. In der Reha konnten nur 75% der Betten belegt werden wegen Pflegemangel, Pflegepersonalmangel. In der Akutgeriatrie waren es nur 50. Ja, das nur jetzt aus den letzten Monaten Beispiele in meinem privaten Umfeld. Wir haben aber noch andere medizinische Notwendigkeiten. Und eigentlich komme ich mehr aus der ökologischen Richtung, wo ich die Probleme viel größer sehe und wo man viel mehr tun müsste. Wir haben Feinstaub, an die 200.000 Menschen sterben in Deutschland jährlich vorzeitig durch Feinstaub und Luftverschmutzung. Wir haben die Klimakrise. Bericht im Ärzteblatt, das ist jetzt sicherlich auch keine Öko-Zeitung, mehr als 20.000 Menschen über 65 Jahren starben vorzeitig an Hitzefolgen im Jahr 2018, dem letzten großen Hitzejahr. Jetzt ist dann also die Frage, naja, helfen uns jetzt irgendwie Daten? Daten helfen heilen, das hat die Bundesregierung gleich mal eine Roadmap herausgegeben mit diesem Narrativ. Man will ein Forschungsdatenzentrum gründen, da fließen jetzt eh schon Daten hin. Übrigens beim Thema Zwang habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, wir schicken ja jedes Vierteljahr unsere Abrechnungsdaten online, schön verschlüsselt, mit einer sicheren Verbindung, alles wirklich wunderbar, nicht Ironie an dieser Stelle, schicken wir verschlüsselt an die kassenärztlichen Vereinigungen, damit dann abgerechnet werden kann. Jetzt, seit einem Gesetz von vor 2 Jahren, werden diese Daten weitergegeben an das Forschungsdatenzentrum, ohne dass der Patient dem widersprechen kann. Und das Gleiche beim Implantateregister, auch diese Daten werden ans Forschungsdatenzentrum weitergegeben, ohne dass man widersprechen kann. Dann soll diese Genomsequenzierungsinitiative damit etabliert werden und es müssen natürlich die Daten standardisiert werden, es soll interoperabel sein, also über Schnittstellen hinweg nutzbar. Das heißt, wir werden auch sehr standardisiert in die EPA dokumentieren und eintragen müssen, wodurch natürlich auch viel Information verloren geht. So, der Gesundheitsrat, der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen hat jetzt aus dem Narrativ gemacht, Daten teilen heißt besser heilen. Vorhin schon angesprochen, wie kritisch das vielleicht zu sehen ist. Und auch Ärzte werden natürlich zurückhaltend sein, Daten in die EPA einzustellen und die Arztbriefe noch informationsärmer formulieren, als sie vielleicht eh schon formuliert sind. Und wie gesagt, wir werden normiert dokumentieren müssen. So, also ich habe Zweifel, ob wir diese Technik so dringend brauchen. Trotzdem müssen wir uns mal anschauen, was kostet denn der Spaß bis jetzt? Denn die Krankenkassen sind dazu verpflichtet, wirtschaftlich und zweckmäßig zu arbeiten. Das ist das Wirtschaftlichkeitsgebot im Sozialgesetzbuch. Es dürfen nur Leistungen bezahlt werden und erbracht werden, die zweckmäßig und wirtschaftlich sind.
gehen wir schnell drüber hinweg. Es fließen Pauschalen pro Praxis, pro Arzt von den Kassen in die Praxis weiter zur IT-Industrie für Konnektoren, für stationäre Kartenlesegeräte, für Notfalldatenmanagement und E-Medikationsplan, für jetzt diese, genau, unten jetzt auch für die störanfälligen Kartenterminals, die Zusatzgeräte. Ja. Dann für die Anwendungen der Telematik, also wenn wir dann jetzt auf der Gesundheitskarte Daten speichern, das geht nämlich im Moment neu eingeführt, werden Daten auch auf der Gesundheitskarte gespeichert, auf dem Chip, zumindest der Notfalldatenplan und der Medikationsplan. Das ist gar nicht mal so sinnlos. Es wäre nämlich eine dezentrale Speicherung. Es wird aber wieder abgeschafft in ein paar Jahren. Also jetzt müssen, weil es dann nur noch, dann werden auch die Konnektoren abgeschafft, weil es dann nämlich nur noch sozusagen über digitale Identitäten und direktes Einloggen im Internet funktioniert. Also X-Pauschalen, das brauchen wir gar nicht näher angehen, aber was ich wunderschön finde, dass es eben auch einen Komplexitätszuschlag gibt. Und damit wird praktisch anerkannt, das ist so komplex, das muss man extra honorieren. Ja. Oben drüber steht, wie viele Ärzte, Psychotherapeuten und Praxen es in Deutschland gibt. Also man kann sich die Summen vorstellen. Also nach dem, was ich recherchiert habe, komme ich mittlerweile für die Entwicklung, Verbreitung der Gesundheitskarte, für die Konnektoren, für Software, für Hardware etc. komme ich für den Betrieb dieser Betreibergesellschaft Gematik auf über 6 Milliarden. Da sind aber noch nicht drin die Kosten, die in den Kassen und bei den kassenärztlichen Vereinigungen stehen. Die brauchen Personal für diese Geschichten, die brauchen auch Hardware und Software etc. Ja? Die Befüllung der EPA wird bei den Ärzten ja auch nochmal honoriert. Also, und jetzt, nächster kleiner Witz, muss man schon sagen. Die Konnektoren in den Praxen für die Telematikinfrastruktur wurden 2017, 18 eingeführt. Wie gesagt, eigentlich mit Zwang. Und dann wollte man jetzt umstellen auf eine konnektorfreie Lösung. Ich habe es gerade gesagt. Jetzt verzögert sich das aber auf mindestens 2024, 2025. Jetzt laufen aber nach 5 Jahren die Zertifikate ab. Also die Sicherheitszertifikate in den Konnektoren. Dann hat man erst überlegt, kann man das irgendwie verlängern mit Update oder sonst irgendwie. Nee, die Hardware muss ausgetauscht werden. Also, was vielleicht sicherheitstechnisch Sinn macht, will ich gar nicht bestreiten. Aber es kostet halt wieder 3-stellige Millionenbeträge insgesamt. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, hier zu einem Entropieverein zu kommen. Also, und diese Webseite, wie ich mich danach informiert habe, zu finden. Also ich denke, die wird Ihnen ja allen bekannt sein. Weil nämlich wir reden hier wirklich über viel Aufwand für wenig Output sozusagen. Ja. Es ist eine komplexe, technisch und finanziell sehr aufwendige Angelegenheit. Ja, was ist denn eigentlich Entropie? Also auf der Webseite stand eine Definition von Wikipedia, mit der habe ich mich jetzt ein bisschen schwer getan. Da ging es irgendwie um Informationsdichte und ich weiß nicht was, aber es hat sicher auch was mit der Definition zu tun, die ich gefunden habe. Nämlich, achso genau, das ist die hier auf der Webseite hier von entropia.de, also Dichotomie von Chaos und Informationsdichte und so weiter. Also gut, ich als Psychiater tue mich jetzt da ein bisschen schwer. Mir hat die besser gefallen, nämlich Entropie ist ein Maß für die Unordnung eines Systems und sozusagen je unordentlicher oder je mehr sich Unordnung entwickelt und dann wieder umso mehr Energie aufgewendet werden muss, um wieder Ordnung zu schaffen, ja, da reden wir dann über Entropie. Ja, ich wollte eigentlich ein Kartenspiel mitbringen, habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Also das ist ja mit einem kleinen Handgriff runtergeschmissen. Ja? Aber ich brauche übermäßig viel mehr Energie, es wieder zu sammeln und aufzuheben und in die vorherige Ordnung zurückzubringen. Ja? Oder hier, ja, also die Teilchen links auf dem Bild, die haben nur eine relativ begrenzte Möglichkeit, sich anzuordnen. Nehme ich jetzt die Wand mit einem leichten Energieaufwand raus dazwischen, dann haben sie natürlich viel mehr Möglichkeiten, sich anzuordnen, so wie das Kartenspiel, das auf dem Boden fällt. Ja? Schreibtisch zu Hause, vielleicht Ihr Zimmer, Kinder-, Jugend-, Studentenzimmer. Ja, wie leicht, unbemerkt entsteht Unordnung, aber wie mühsam ist es, das Ganze wieder in Ordnung zu bringen. Und da sind wir immer bei Entropie. Ja. Und natürlich wird dabei immer Energie aufgewendet, die wird in Wärme umgewandelt und kann man nicht mehr verwenden, aber ist natürlich noch da, irgendwo in Wärme oder in Abgasen oder sonst irgendwie. Aber gut, ich will jetzt keinen Vortrag zur Entropie halten, aber ich fühle mich immer in unserem Gesundheitswesen daran erinnert. Und bin auf eine schöne Webseite gestoßen, die also Werbung dafür macht und sagt, man soll doch bei Ihnen eben Produkte kaufen, weil doch moderne IT-Technologien helfen, die steigende IT-Komplexität zu reduzieren. Also da habe ich irgendwie Zweifel, muss ich sagen. Die sagen natürlich, wenn Sie das jetzt machen, dann kommen Sie nach vorne, klar. Ja? Also Entropie im Gesundheitswesen und da haben wir natürlich auch eine sehr riskante Zentralisierung. Und zwar sagen Katastrophenforscher,
Um die Wahrscheinlichkeit für eine Katastrophe zu erhöhen, brauche ich zwei Zutaten in ausreichenden Mengen. Das eine ist Komplexität, darüber haben wir jetzt gesprochen, und das andere ist die starke Vernetzung, darüber haben wir auch gesprochen. Und das passiert umso mehr, je mehr ich auch die Kosten und Konsequenzen auslagere, weil es vielleicht weniger riskant erscheint oder auch wirtschaftlich attraktiv erscheint. Ja, schönes Beispiel Atomkraft. Auch Konsequenzen, Atommüll, wie wir den lagern auf Millionen von Jahren, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Machen wir einfach mal. Nutzung fossiler Energien war ja wunderbar, hat uns einen riesen Wohlstand gebracht. Jetzt haben wir halt die Konsequenzen. Die Boeing 737 MAX, die abgestürzt ist und so weiter. Also Digitalisierung ist schön und gut. Ich will hier nicht als Digitalisierungsgegner heute verabschiedet werden, ja, weil ich nutze es einfach selber viel zu viel. Aber man muss halt schon überlegen, was und wie und wofür. Ja. Und kritisch wird es, wenn man praktisch eine Infrastruktur ausschließlich damit nutzt. Ich kann es nicht verstehen, muss ich ehrlich sagen, dass man die gesamte Infrastruktur, Telefon, Fax, Gesundheitswesen etc. jetzt nur noch von einer Infrastruktur, von einer Technik abhängig macht. Also ich glaube, wie in der Umwelt auch, bräuchten wir mehr Biodiversität. Und deswegen finde ich es immer sehr witzig, wenn ich in Artikeln lese über Digitalisierung, dass von Ökosystemen gesprochen wird. Der Begriff taucht da jetzt immer öfters auf. Ja, schönes Beispiel jetzt, auch diese Woche jetzt, 3 Tage alt. Es kommen also jetzt Patienten in die Praxis ohne gültige elektronische Gesundheitskarte, weil auch die wird nach 5 Jahren automatisch ungültig, weil der Chip eben auch sein Sicherheitszertifikat verliert. Die Kasse schickt automatisch normalerweise eine neue Karte zu. Wir haben aber nur leider Chipmangel. Ja. Also, deswegen alles schön und gut, aber manchmal ist einfacher eben doch mehr. Ja. Und wir haben ja ein anderes Problem mit der riskanten Zentralisierung. Wir sind abhängig und immer mehr Menschen werden abgehängt. Wir sind abhängig von Spezialisten, die hoffentlich das alles gut managen und steuern. Wir sind abhängig von Rohstoffen, Halbleitern, anderen Ländern. Ja. Und wie schon davon gesprochen, wir haben immer mehr überforderte Menschen, Menschen, die wir nicht erreichen, schwerkranke Menschen, bildungsferne Menschen, Migranten. Es wird immer von Barrierefreiheit gesprochen. Die Praxen sollen barrierefrei sein. Ja, sollen sie auch, damit man mit Rollstuhl etc. reinkommt. Aber was ist denn hier mit der Barrierefreiheit? Die sehe ich hier wirklich in Gefahr, wenn wir alles nur noch über Internet und Cloud machen. Dann, vorhin schon kurz angedeutet, auch ein Problem dieser Überdigitalisierung im Gesundheitswesen. In Amerika gibt es Studien, die zeigen, digitalisierungsbedingte Mehrarbeit ist ein Trigger für Burnout. Dort haben die schon länger die Electronic Health Records, die elektronischen Patientenakten, und in diesem Ärzteblattbericht heißt es dann eben, dass die Worte Effizienz und elektronische Patientenakte selten in einem Satz fallen, wenn man mit den Leuten spricht. Im Gegenteil, der Frust von vielen Medizinern in den USA über die Arbeit mit Tablet und Computer ist groß. Einer der Studienautoren führt aus, der zentrale Aspekt, der zu diesem negativen Eindruck führt, ist die schlechte Usability, also die unzureichende Benutzerfreundlichkeit vieler Systeme, die in Kliniken oder Praxen laufen. Ein weiterer großer Faktor ist das Gefühl, dass Ärzten durch die Digitalisierung der Abläufe mehr Arbeit aufgedrückt wurde. Zudem sind viele, dass die neuen Regularien für die Dokumentation, die müssen wahrscheinlich schon jetzt sehr normiert dokumentieren, dass das Zeitfresser sind. Nicht wenige Mediziner, schreibt der Artikel, betrauern auch eine sich wandelnde Interaktion mit dem Patienten. Selbst wenn man in einem Raum sei, stehe etwa der Computer wortwörtlich zwischen Patienten und Behandler. All dies führe zu Frust und sei ein Trigger für Burnout. Also, und wir sehen eben auch hier jetzt in Deutschland, wie man versucht, diese vermeintliche Unordnung im Gesundheitswesen, ja, es ist manchmal ein bisschen unordentlich, jetzt mit einem Riesenaufwand, 6 Milliarden und mehr, ne, Stichwort Entropie, irgendwie auf die Reihe zu bringen. Und erreichen damit immer weniger. Diese Kurve zeigt eigentlich nur, Jahr für Jahr steigen die Gesundheitsausgaben im Gesundheitswesen. Wir sind jetzt, 2018 waren es 390 Milliarden, 1992 die Hälfte. Wir sind jetzt schon bei über 410. Ja. Aber die Lebenserwartung kriegen wir kaum mehr gesteigert. Ja, ist ja auch die Frage, ob es sinnvoll ist. Und wir haben natürlich jetzt auch sehr viel mehr ältere Menschen, die auch viel Kosten verursachen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber wir haben einen hohen Input mit viel Technik, aber erreichen gar nicht so viel mehr Output. Wir haben hohe Kosten, durchschnittliche Ergebnisse in Deutschland im europäischen Vergleich. Wir geben 5.000 Euro pro Bürger für Gesundheitskosten aus. Griechenland gibt 2.000 Euro aus. Die Leute leben genauso lang, wenn nicht sogar länger.
Ja, wir haben hier falsche Anreize, wir haben viele Gelenkoperationen, Herzkatheteruntersuchungen, viel zu viel radiologische Untersuchungen, MRT, CT etc., die viel Geld kosten. Dabei müssten wir es eigentlich anders ansetzen. Ja. Genau. Und im ökologischen Bereich ist es ja im Grunde ähnlich. Wir haben jetzt angenehme Bequemlichkeiten. Ja, die fossilen Energien haben es bequem gemacht. Wir sehen jetzt die Folgen. Und jetzt müssen wir mit noch mehr Energieaufwand wieder das Ganze in Ordnung bringen. Also vielleicht das CO2 aus der Atmosphäre ziehen und so weiter. Und mich hat sehr gefreut, der Nico Pech, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ich schätze ihn sehr, der hat also auch über Entropie geschrieben und gibt eigentlich Ratschläge für die Umweltproblematik, die wir auch im Gesundheitswesen berücksichtigen können. Er schreibt, in ökologischer Hinsicht, wir brauchen Rückbau, wir brauchen Suffizienz, wir müssen Energie sparen. Wir müssen weniger arbeiten und die Zeit nutzen, um mehr selber zu machen, selber zu reparieren und Dinge gemeinschaftlich zu nutzen. So, was folgern wir jetzt insgesamt daraus fürs Gesundheitswesen? Wir brauchen mehr einfach statt kompliziert. Wir brauchen eine entropiearme Medizin, mehr Gesprächsmedizin, Hausarzt, Kinderarzt, Psychiater, Therapeut sind nicht nur, aber eben auch da mehr gefragt. Wir brauchen die Stärkung der Beziehung, die Droge-Arzt beeinflusst die Wirksamkeit von Medikamenten. Weniger Bürokratie, auch viel Pflegepersonal ist belastet durch Bürokratie und flüchtet auch deswegen aus dem Beruf. Und wir brauchen mehr Eigenverantwortung. Und wenn es doch mehr Technik und E-Health sein soll, weil es halt gerade modern ist, es gibt dezentrale, resiliente und datenschutzfreundliche E-Health-Konzepte. Thomas Maus hat sie also auf heise.de veröffentlicht, kann man dort alles nachlesen. Da gibt es ein schönes Inhaltsverzeichnis dazu, sehr technisch zum Teil. Ich habe nicht alles komplett verstanden, aber wen es interessiert, heise.de, Thomas Maus, E-Health, findet man. Ja. Geht zum Beispiel auch darum, dass man vielleicht seine E-Akte, die man beim Arzt hat, der Arzt hat ja eine Akte über den Patienten im Computer, dass man die vielleicht als Patient mitnehmen kann, wenn man jetzt von München nach Köln zieht. Ja, das würde irgendwie vielleicht sinnvoll sein. Oder wenn der Arzt sein Praxisverwaltungssystem wechselt, dann sollten die Daten eben portierbar sein. Aber bitte bei all diesen Konzepten bedienungsfreundlich, es muss einen Mehrwert haben, es muss dezentral sein mit der Speicherung, es muss freiwillig sein und es muss möglichst mit Akteuren gemeinsam entwickelt werden. Ja, und wen mehr dazu interessiert, es wird im Herbst ein Streitgespräch erscheinen zum Thema digitalisierte Gesundheit. Sie dürfen jetzt raten, wer den Kontrapart übernommen hat. Vielen Dank. Ja, danke. Das war, glaube ich, schon mal ein ziemlich großer Applaus. Gibt es Fragen? So, hallo. In den ganzen Diskussionen um digitale Medizin und Ähnliches wird da wahrgenommen, dass man vielleicht was an den Prozessen machen muss, weil es gibt da ein schönes Wort, wenn man einen analogen Mistprozess hat und den digitalisiert, hat man einen digitalen Mistprozess. Und ich habe jetzt oft gesehen, dass noch mehr Bürokratie dazukommt. Ist das überhaupt Teil der Diskussion? Es gibt ja zu der ganzen Geschichte eigentlich fast überhaupt keine Diskussion. Also unsere Berufsverbände sind ziemlich schnell eingeknickt, die Behörden, kassenärztlichen Vereinigungen haben das irgendwie auch alles mitgemacht, der politische Druck war sehr groß. So langsam dämmert es manchen, es erscheinen jetzt auch mal eher kritische Beiträge in den Ärzteblättern, die ja das offizielle Organ der Ärztekammern sind. In den Medien wird das Thema komplett totgeschwiegen. Ich weiß nicht, wer schon mal was über die elektronische Patientenakte oder Telematikinfrastruktur gelesen hat. Gut, Arvato ist die Tochter des Bertelsmann-Konzerns und da sind halt viele Medien drin. Ich könnte noch ein paar mehr Beispiele anführen. Zumindest meine Vermutung, irgendwie muss man sich ja erklären. Also die Diskussion findet nicht statt und auch der Bürger wird in keinster Weise einbezogen. Natürlich würde das erfordern, einen längeren, komplexen Artikel zu lesen oder Beitrag zu sehen. Das sind natürlich im digitalen Zeitalter, muss ich jetzt leider zynisch sagen, immer mehr Menschen überfordert. Und auch Journalisten sind überfordert, diese komplexe Thematik in irgendwie einen lesbaren Artikel zu bringen. Also Sie sehen ja schon, wie komplex das jetzt war und ich hätte jetzt eigentlich, um es noch besser zu erklären, noch eine Stunde gebraucht. Weitere Fragen? Gut, vielleicht gibt es welche nachher, wenn das Mikrofon aus ist, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Also ich hätte jetzt wenigstens einen kritischen Beitrag erwartet, weil ich habe mich etwas gefürchtet davor eigentlich, jetzt hier bei digital Engagierten so einen Vortrag zu halten. Okay, hier vorne.
Wir hatten ja vorhin den Punkt, dass die einmal eingereichten Daten dann nochmal weitergeleitet werden an dieses Forschungszentrum. Werden die Daten dann nicht anonymisiert? Also werden die tatsächlich personengebunden da weitergegeben? Also genau, und jetzt nochmal nur kurz zur Trennung. Diese Daten, die weitergegeben werden, pseudonymisiert, das sind die Abrechnungsdaten, die wir alle Quartale an die kassenärztlichen Vereinigungen verschlüsselt schicken. Es sind nicht die EPA-Daten, also da möchte ich Missverständnisse vorbeugen. Wir wissen aber nicht, wann sich auch hier natürlich Zugriffsrechte später mal ändern. Aber pseudonymisierte Daten und selbst anonymisierte Daten sind relativ leicht zu rekonstruieren. Und wir sehen natürlich auch, jetzt haben wir ein stabiles politisches, demokratisches System, schon relativ lang, Gott sei Dank. Aber es kann sich ändern. In Estland, das uns ja immer wie die Mohrrübe vor die Nase gehalten wird, war eine Zeit lang eine rechtspopulistische Partei an der Regierung, die also durch antisemitische und populistische Sprüche auffiel. Also einem solchen Staatswesen möchte ich meine Daten nicht überlassen. Apropos Estland, also die hatten auch schon große Probleme mit ihrem Chip auf dem Personalausweis, über das auch die Gesundheitsdaten laufen. Große Panne schon dort gehabt. Also das nur nochmal auch zu den Datenlecks. Nur eine Anmerkung, eigentlich keine Frage. Ich sehe Parallelen zu den Mautbrücken an der Autobahn. Wenn Daten mal da sind, dann will man sie auch für andere Zwecke benutzen, als für die sie eigentlich vorher gedacht waren. Bei den Mautbrücken hat es ja auch geheißen, sie dürfen ausschließlich nur für Maut verwendet werden. Und schon sind sie da, gibt es die Begehrlichkeiten, sie auch für schwere Straftaten und so weiter zu benutzen. Und genauso sehe ich es hier mit der zentralen Datenspeicherung genauso. Das ist richtig, genau. Also das, die Gefahr sehen wir eben auch. Heute mal die Einwilligung für eine Datenspende schnell gegeben und man weiß aber nicht, was später damit passiert. Und die Einwilligung ist schwer wieder zurückgeholt. Und Thema Maut, also das, was der Scheuer da ins Sand gesetzt hat, ist noch relativ wenig gegen das, was hier ins Sand gesetzt wird im Moment. Was genau sind die Abrechnungsdaten, die da übermittelt werden? Ist das persönlich, was jetzt jeder an Medikamenten irgendwie bekommen hat? Oder also es sind in erster Linie die Leistungsziffern, die wir eingeben für die Leistungen, die wir erbringen, Gesprächsleistungen, andere Leistungen, sodass wir dadurch zum Honorar kommen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat dann Algorithmen, nach denen sie eben dann das Honorar verteilt. Das wollte ich eigentlich auch noch sagen. Apropos Entropie, je mehr Möglichkeiten wir haben, auch digital, umso mehr Möglichkeiten können natürlich auch wieder geschaffen werden. Oder anders gesagt, auf diesem Digital Health Kongress war ein Universitätsorthopäde vehementer Verfechter jeglicher Digitalisierung im Gesundheitswesen, musste aber einräumen, und Bürokratie ist ein Riesenproblem, ja, in der Notaufnahme, in der er arbeitet, ein Drittel der ganzen Arbeitszeit geht für Bürokratie und Dokumentation drauf. Er sagt, wo wir an einer Stelle ein solches Problem der Bürokratie lösen mit Digitalisierung, wachsen drei andere nach. Ja, und das, ja, das weiß ich, irgendwo muss ich wieder an Entropie denken an der Stelle. Was nutzen Sie denn bei sich in der Praxis für ein IT-System? Ich habe ein System eben seit 15 Jahren aus dem großen Fundus der CompuGroup Medical, die haben ja mehrere Praxisverwaltungssysteme. Ich hatte vorher ein, zwei Jahre jeweils ein kleineres, also zwei verschiedene kleinere Praxisverwaltungssysteme, wie ich begonnen habe mit der Niederlassung. Die wurden aber beide geschluckt oder gingen pleite. Ja? Und dann irgendwann hat man keine Lust, sich alle drei Jahre oder alle zwei Jahre in ein neues System einzuarbeiten, geschweige denn die Sprechstundenhilfe, die vielleicht technisch noch weniger bewandert ist als man selbst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe zu einer Firma, die relativ groß ist und so schnell wohl nicht pleite gehen wird oder gekauft wird. Damals, 2005, als ich zu CompuGroup gegangen bin, wusste ich noch nicht, was sich dann da später alles entwickeln würde. Ansonsten habe ich, gut, ich habe eine kleine Psychiaterpraxis, ich habe zwei Computer und das ist alles überschaubar, handelbar, also kein Thema, aber das ist natürlich nicht die Regel, ja, im Praxiswesen. Ja. Also Sie haben jetzt alle Mankos aufgezählt in der jetzigen IT-Infrastruktur, also im Medizinbereich. Wo würden Sie jetzt eigentlich einen Mehrwert sehen, die IT in Medizin bringen könnte? Also viele Kollegen würden sich sehr wünschen, wenn es gesicherte Verbindungen gäbe zwischen Kollegen, dass man also Kollegenbefunde schnell auf digitalem Weg verschlüsselt sicher schicken kann, oder auch Patienten. Ich meine, wir haben Diabetologen, die mit ihren Patienten permanent Zuckerwerte oder sonst irgendetwas austauschen, und das macht ja Sinn, nur das kann nicht per WhatsApp oder per Mail
WhatsApp ginge vielleicht noch, aber per Mail gemacht werden. Ja? Also und viele schicken einem Befunde per Mail. Das geht gar nicht. Also wer mich anschreibt über die Mailadresse meiner Webseite, kriegt eine automatische Antwort, dass ich keinen Patientenverkehr über Mail führe und man möge mich bitte anrufen. Ist auch nicht viel besser, aber ob jetzt da immer abgehört wird, okay. Ja, danke. Es gäbe noch weitere Fragen. Die Zeit ist jetzt aber leider doch vorbei. Danke, Andreas Meissner, für den Vortrag. Bitte nochmal einen Applaus. Vielen Dank. Nachher kommt noch gleich ein medizinischer Beitrag. Also heute haben wir den medizinischen Abend. Bitte wiederkommen.